So, hallo erstmal. Ja, wir befinden uns jetzt an der Südspitze der Iberischen Halbinsel. Da gibt es Gibraltar. Und wir setzen uns in den Flieger, in den kleinen Leichtflieger und starten auf der Landebahn, die ja aus Platzmangel halb ins Meer hineingebaut wurde. Man überquert übrigens mit der Straße die Landebahn von Spanien kommen, weil so wenig Platz ist, dass man das Flugfeld überqueren muss. Interessant. Haben wir kennengelernt vor 17 Jahren, als wir dort waren, sind wir mit dem Auto rüber. Die Ampel war auf grün, es kam kein Flieger, war interessant. So, und jetzt fliegen wir mit einer schönen kleinen Kurve rüber wieder auf die kleine Halbinsel, wo man die Felsen oder den Felsen sieht, der ja Gibraltar ausmacht. Und ja, das ist ein Kalkfelsen, ja, ungefähr 426 Meter hoch und durchlöchert wie sonst was. Da gibt es 50 Kilometer Tunnel in diesem Felsen drin. Wahnsinn. Den Abraum, den hat man übrigens benutzt, um Land zu gewinnen, um noch mehr Häuser bauen zu können und Industrieanlagen. Man kommt übrigens hoch mit der Gondelbahn auf den Felsen. Und da oben ist natürlich der Ausblick wunderschön. Man kann rüberschauen bis nach Afrika, Marokko. Aber auf der anderen Seite, es ist selber ein Blickfang, diese Halbinsel zu erleben. Wenn man da war, kann man das ganz anders erfassen. Aber vom Flieger oben sieht man natürlich, wie man versucht hat, so viel wie möglich auf dieser kleinen Halbinsel unterzubringen. Übrigens haben die auch einen Fußballplatz. Warum? Es gibt sogar eine Nationalmannschaft, eine von Gibraltar. Denn Großbritannien, weiß man, hat ja eine Mannschaft für England, für Schottland, für Wales und für Nordirland. Also gibt es auch eine von Gibraltar. Die Affen spielen sicherlich keinen Fußball, aber sie gehören zu Gibraltar wie sonst was. Man sagt ja, solange es die Affen auf dem Felsen gibt, wird Gibraltar britisch bleiben. Denn 1704 hat sich das Königreich dazu entschlossen, Gibraltar zu übernehmen. Aber erst 1713 wurde das mit dem Frieden von Utrecht dem Vereinigten Königreich abgetreten. Trotzdem wollen die Spanier immer wieder gerne die Insel zurückhaben, die Halbinsel. Aber da können sie lange warten. Wir waren dort vor 17 Jahren und es war sehr angenehm, als wir von Spanien die Grenze überschritten haben und haben gesagt, jetzt sind wir wieder auf britischem Boden. Naja, es ist, wie es ist. Und jetzt landen wir wieder, nachdem wir rumgeflogen sind. Es hat euch hoffentlich gefallen. Es ist ein wunderbarer Ort, den man, wenn man in Europa unterwegs ist, auf jeden Fall gesehen und erlebt haben muss. Da sind wir gelandet. Das war's.